Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, an einem Montag, wo es so richtig schön pfeift und regnet. Hier hat es ja ordentlich gedonnert und das Wetter haut uns hier viel Wind und Regen um die Ohren. Mal sehen, ob hier was passiert oder eben auch nicht. Ja, das Highlight der Woche war doch tatsächlich der besondere Abend in diesem Jahr, das erste Mal. Und zwar kam der mit Meisterwerken der Romantik. Diese wurden meisterhaft präsentiert von Celia Schan, Geige, und Florian Fries, Klavier. Also, wir sehen, hören diese beiden hervorragenden Künstler heute Abend. Ich werde sie jetzt. Sollen wir sie nein lassen? Ja. Ja, schlecht war es nicht, voll war es auch, also gut ins Jahr gestartet, mal sehen, wie es dann weitergeht. Dann haben wir hier noch eine Info von Waldkleeblatt, wie jeder weiß, der sich hier im Wald aufhält und mit Windrädern im Wald zu tun hat. Das ist die Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald. Die möchten wieder mal eine Veranstaltung machen, und zwar am 16.03. von 9.50 Uhr bis 12 Uhr ein Fahrradkorso von Borgheide nach Borgwalde. Und zurück, es gibt eine kurze Kundgebung auf dem Astrid-Lindgren-Platz um 10.45 Uhr und wie gesagt startet um 9.50 Uhr, endet um 12 Uhr. Am besten Trillerpfeife, Warnweste mitbringen und natürlich auch ein Fahrrad, damit man die Bürgerinitiative im Gegenwind unterstützen kann, wenn man denn gegen Windräder im Wald ist. Es gibt da übrigens noch einen Aufruf von der Bürgerinitiative, die müssen jetzt nämlich klagen gegen Windkraftanlagen, gerade in der Reesdorfer Heide zwischen Beelitz-Heilstätten, Reesdorf, Borgheide und Borgwalde. Und das kostet wohl richtig viel Geld. Deswegen bitten sie darum, um Geldspenden. Das kostet so circa 40.000 Euro, eine Klage gegen diese Windräder. Das Spendenkonto haben wir hier unten eingeblendet. Und ihr könnt es nachher auch nochmal in der Beschreibung nachlesen. Denn die Zahlen von den Konten sind immer so lang. Wenn ich die hier vorlese, merkt sich das sowieso eh kein Mensch. Ne? Also Spendenkonto ist der Empfänger des Waldkleeblatt e.V. natürlich Zauche e.V. Und wie gesagt, unten habt ihr nochmal die IBAN und die BIC. So, ach so, da der Verein natürlich gemeinnützig ist, könnt ihr dafür auch Spendenquittungen erhalten. Dann hat uns eine Info eines Bürgers erreicht bezüglich Parken. Es gab da einen Rechtsstreit in der Gemeinde wegen eines Bußgeldbescheides wegen Parkens entgegen der Fahrtrichtung auf einem Seitenstreifen. Da gibt es wohl eine rechtliche Geschichte. Es gibt keine Legaldefinition des Begriffes Seitenstreifen. Die Begriffe Parkstreifen und Parkbucht
sind in der Straßenverkehrsordnung und in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung nicht einmal erwähnt. Nach dem Sprachgebrauch bezeichnen diese beiden einen nicht zur Fahrbahn gehörenden Teil der Straße, der über eine gewisse Strecke hinweg ohne bauliche Trennung von der Fahrbahn seitlich neben dieser entlang führt und erkennbar dazu bestimmt und geeignet ist, von der Fahrbahn her Fahrzeuge zum Halten und Parken aufzunehmen. Das heißt eigentlich im Klartext, so wie ich das dem ausführlichen Schreiben entnommen habe, dass Straßen, die nicht zweispurig sind, sondern einspurig und wo es schon Gegenverkehr gibt, aber eben diese Parkbuchten, Seitenstreifen kann man von beiden Seiten, also in beide Parkrichtungen parken. Es gibt dort keine rechtliche Verordnung, die bestimmt, in welche Richtung man zu parken hat. Wen es interessiert, den kann ich gerne diese Unterlagen mal zukommen lassen. Jedenfalls ist vom Gericht dieser Bußgeldbescheid abgelehnt worden, also ad acta gelegt worden. So, das war's so allgemein. Dann kommen wir nochmal zum Sport. Diesmal haben wir vom Borkheide News TV es leider nicht geschafft, den BSV auswärts zu begleiten, da wir mit Aufnahmen für unser nächstes Kamingespräch beschäftigt waren. Wer diesmal unser Gast war, wird noch nicht verraten, nur so viel. Es ist ein 80-jähriger kreativer Kopf aus unserer Gemeinde, den wir hinter den Bäumen für euch ausfindig gemacht haben. Und an dem Film wird noch gearbeitet. Sowas dauert ja ein bisschen länger. Da sitzt man dann schon mal locker zusammen, nur am Schnitt einen ganzen Tag, wenn man Glück hat. Und das braucht doch noch etwas Zeit. So, ja, jedenfalls jetzt zum BSV 90. Die waren auswärts gewesen in Schenkenberg. Das ist die zweite Vertretung des SV Empor Schenkenberg gewesen, gegen den sie gespielt haben. Und ich zitiere mal aus dem Schreiben des BSV, um es vorwegzunehmen. Es ist ein spannendes und umkämpftes Spiel gewesen. Der BSV hatte in der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile gehabt. In der ersten halben Stunde erspielte sich der BSV einige gute Möglichkeiten, konnte sie allerdings nicht nutzen, wobei der Gastgeber zweimal auf der Linie für den schon geschlagenen Keeper retten konnte. So ging es mit 0:0 in die Pause. Beim Wiederanpfiff verstärkte der Gastgeber seine Bemühungen, ohne aber zu Zählbarem zu kommen. Der BSV 90 bekam in dieser Phase keinen richtigen Zugriff auf das Spiel. Erst ein Schuss von Max Schmeling in der 57. Minute, den der Keeper sehr gut parierte, wirkte wie ein Weckruf. Es entwickelte sich ein abwechslungsreiches, aber nicht hochklassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 65. Minute konnte sich der Borkheider Torwart auszeichnen, als ein Angreifer völlig frei vor ihm stand. Mit etwas Glück verhinderte er einen Rückstand seiner Mannschaft. Die Entscheidung fiel dann 10 Minuten vor Schluss, als Felix Naschwitz einen Ball auf der halblinken Seite in den Lauf von Max Schmeling spielte. Beim Versuch, den Ball zu klären, schoss ein Verteidiger, der Gastgeber, unglücklich ins eigene Tor. Ja, das soll es auch geben und hat uns natürlich geholfen, denn diese 1:0-Führung des BSV 90 konnte dann bis zum Schlusspfiff verteidigt werden und 3 Punkte sind wieder mit nach Borkheide genommen worden. Einen herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und der BSV bedankt sich natürlich auch an die mitgereisten Fans und am kommenden Sonntag geht es wieder auf heimischem Gelände, diesmal gegen die zweite Mannschaft des SV Roscoe zum Heimspiel. Anstoß ist 15 Uhr. Ich weiß nicht, wer es noch auf dem Plan hatte. Das war die Mannschaft, wo Borkheide letztes Jahr ein 8:0 gefeiert hat gegen die Mannschaft. Man soll es aber nicht unterschätzen. Das heißt nicht, dass das dieses Wochenende wieder so aussehen wird. So, dann gibt es natürlich vom Borkheider SV 90 noch mehr Informationen. Und zwar gibt es eine Frauentagsveranstaltung des BSV 90 am 7.3., und die Frauenbeauftragte des BSV 90 lädt alle Frauen zu einem Treff am 7.3. um 18 Uhr in das Bistro am Waldbad ein. Und die Uta freut sich schon auf viele nette Gespräche. Ja, leider, auch wenn ich lange Haare habe, ich gehöre doch noch nicht zu den Frauen. Und Frauentag ist für Frauen da. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß zum Frauentag. Und wie gesagt, am 7.3. 18 Uhr im Bistro am Waldbad. Dann will ich nicht vergessen, es gibt auch am 9.3. noch eine Veranstaltung des BSV. Und zwar ist es der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr. Der startet um 9 Uhr auch auf dem Sportplatz. Da wird nochmal ordentlich sauber gemacht. Und auch der Bürgermeister hat an diesem Tag wieder seine Sprechstunde. Und zwar wie immer im Gemeindehaus. Auch das ab 9 Uhr. Oder 9.30 Uhr müsste ich jetzt schwindeln. So, jetzt fehlt nur noch das richtige Wetter und da fragen wir mal die Matze, was der dazu sagt.
Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Drama in Borkheide, großen Montagsumzug, ausgefallen. Ach nee, die gab es hier gar nicht. Aber selbst wenn, hätte das Wetter dem bestimmten Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben es ja heute gespürt, der Wind war allgegenwärtig und hat auch richtig durch die Gegend gepfiffen. Zum Glück ist hier, so wie ich gehört habe oder noch nichts gehört habe, auch nicht viel passiert. Woanders in Deutschland hat es schon wieder böse gekracht mit Unfallopfern. Drücken wir die Daumen, dass es hier nicht mehr dazu kommt. Wetter in dieser Woche bleibt um die 10, 11, 12 Grad. Es wird wohl gegen Donnerstag sogar bis auf 18 Grad hochgehen können. Und aber auch leider bei so hohen Temperaturen sind die Regenwolken nicht weit. Donnerstag, Freitag, Samstag ganz viel Regen möglich. Es ist aber auch so, dass wir den Regen brauchen. Nach wie vor haben wir, glaube ich, noch nicht die Reserven wieder aufgefüllt, die uns im letzten Sommer hier verloren gegangen sind. Dann würde ich sagen, lasst euch nicht vom Winde verwehen, kommt gut durch die Woche und tschüss von hier. Tja, Matze, und schon ging die Sirene und unsere Feuerwehr ist ausgerückt bei den Windböen, die hier über den Platz gefegt sind und über die Wälder gefegt sind. Ist es auch nicht verwunderlich, dass es den einen oder anderen Baum nicht an seinen Wurzeln gehalten hat. So, das war's dann mal wieder. Hier bei Borkheide News TV. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch alles Schöne und haltet den Kopf sauber und passt nach oben auf, wenn es wieder so pfeift. Bis dann, euer Lutze und tschüss.